Hallo, ihr Lieben allerseits. Zeit für unser gemeinsames Gebet. 16:30 bei uns, bei euch, 21:30 abends. Ich schaue hier raus. Es stürmen die Schneegeister ums Haus und über dem See. Der silbrig-grau mit weißen Schaumkronen von hier aus zu sehen ist. Zwischendurch kommt Sonne hindurch und die Sonnenstrahlen glitzern golden. Golden über dem weißen Schnee und über diesem tobenden, es stürmt hier richtig, Gebiet. Wunderschön, wir freuen uns, es wird kalt, richtig viele Minusgrade werden wir bekommen. Und es werden wohl weiße Weihnachten werden, wie es hier angekündigt wurde. Ja, und während in Anführung Begriffe wie Gott und Jesus, die ja mit der Weihnachtszeit, die unmittelbar bevorsteht, wir sind ja schon drin, die damit in Zusammenhang gebracht werden sollten. Diese Namen werden in den Mainstream-Medien, ich habe es gerade im Spiegel gelesen, zu anderen Dingen missbraucht. Also da stand zum Beispiel, Jesus würde nicht zu seiner Oma fahren, Weihnachten. Ich sehe das ehrlich gesagt etwas anders. Jesus war A, für die Liebe, für das Warme, für das Mitmenschliche. Und ich bin nicht in der Lage zu sagen, was Jesus getan hätte in der Zeit wie dieser, aber er ist auch zu solchen Kranken gegangen, ohne Furcht, und hat manche Menschen geheilt, die als unheilbar galten. Er stand ganz im Strahl der göttlichen Liebe, der Liebe seines Vaters. Und sein Ansinnen war, den Geist der Menschen zu öffnen, die Menschen ins Erkennen zu führen, aus der dumpfen Masse herauszuholen. Und deswegen hat er auch stark polarisiert. Also da waren unendlich viele glühende Anhänger, die ihn geliebt haben, die ihm gefolgt sind, die ihr Leben hinter sich gelassen haben, um mit ihm zu gehen. Und da waren welche, die ihn unbändig gehasst haben. So viel Licht über einer Gestalt, aus einer Gestalt heraus leuchtend, das haben die dunklen Seelen nicht ausgehalten. Die haben sich aufgeführt wie Furien, aufgebäumt. Der muss weg, kreuzigt ihn, weg, weg. Und das haben sie ja denn auch getan. Ja, und wir kommen jetzt in die Weihnachtszeit. Wenige Tage nur, dann ist Heiligabend. Dieser 24. Dezember wird allgemein hin mit dem Geburtstag Jesu verbunden. Es gibt aber auch andere Erkenntnisse, die sagen, nee, das war ein bisschen später, das war so um den 29. Dezember rum. Aber es ist die heilige Zeit. Und jedes Jahr aufs Neue wird dieses Fest weltweit gefeiert. Gewiss, was die Menschen daraus gemacht haben, ein hektisches Einkaufs-Shopping-Erlebnis. Eigentlich hat man sich gar nicht unter den Weihnachtsbaum getraut, wenn man nicht bergeweise Geschenke für die anderen hatte. Und ich denke, dass wir Menschen diesen Kult in die völlig falsche Richtung geschoben haben und dass es sehr sinnvoll ist, die Weihnachtszeit in diesem Jahr anders zu begehen. Naja, also man wird ja praktisch sogar dazu gezwungen. Man darf nicht raus, man darf niemanden besuchen oder jedenfalls nur sehr wenige Familienangehörige. Man wird gezwungen, die stille Zeit still zu erleben. Man darf nicht draußen sich treffen zum Glühwein trinken. Darf man überhaupt in die Messe? Ich glaube nicht, ne? So habe ich das verstanden. Tja, also muss man die Messe im eigenen Herzen feiern, begehen. In stiller, demütiger Andacht am besten. Und es ist vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch mal die Weihnachtsgeschichte raussucht,
aus der Bibel. Es ist nur eine kurze, es ist nicht mal eine Seite. Es begab sich aber zu der Zeit und so weiter, das kennt ihr alle, um mal im Kreise eurer Familie diese Geschichte zu lesen. Vor dem Weihnachtsessen oder vor der Bescherung, es wird ja trotzdem so etwas wie eine Bescherung bei vielen geben, aber die ganze Stimmung wird gewiss anders ausfallen als in den vergangenen Jahren, wo man völlig unüberlegt und ohne nachzudenken wild losgekauft hat und gefeiert und noch glitzerndere Kugeln als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren sie rosa, nee, das geht ja dieses Jahr gar nicht, da müssen sie dieses Jahr hellblau sein oder nur silbern oder nur gold oder weiß. Ja, und dann hat man vieles wieder weggeschmissen und ohne darauf zu achten, was das alles für Ressourcen sind, die man damit verbraucht, verbaselt, weggeworfen hat. Wir bekommen immer mehr Gelegenheit, über all die Schritte nachzudenken, die wir so unbedacht getan haben, unser ganzes Leben lang. Alles wird sich ändern. Nichts wird mehr, wie es war. Alles wird und muss neu werden. Die Pläne jetzt noch in der Hand halten, die irdischen, und sagen, so wie wir uns das vorstellen, so wird sich das dann alles entwickeln. Dieser Herr Schwab, der den WEF gegründet hat in Davos, der hat das ja in seinem Buch Der große Umbruch alles beschrieben. Und er bereitet das jetzt mit seinen Leuten auch alles vor, beziehungsweise hat er das ja offenbar schon längst. Diese große Gruppe hat dies getan. Ja, und dann wird es den Tag der Tage geben, an dem es dann ganz anders kommt. Wohl dem, der zu der Zeit dann den richtigen Weg eingeschlagen hat, sich auf dem richtigen Weg befindet, nämlich zu dem richtigen Schöpfer, der diese Erde geschaffen, der uns alle geschaffen, jedes einzelne Tier, alles in der Natur geschaffen hat. Dahin müssen wir zurück, beziehungsweise hinauf zu der urewigen Wahrheit, die zu bringen Jesus gekommen war vor 2020 Jahren, um uns Menschen, die wir damals schon tief gesunken waren, noch einmal die Wahrheit zu bringen, als Messias. Das war seine Mission. Und er hat auf dem Erfahrungs- und Kenntnisstand der Menschen damals, der natürlich ein völlig anderer war als heute, auf dem Kenntnisstand aufbauend seine Worte gewählt. Und wie oft hat er gesagt, ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es einfach nicht fassen. Ihr könnt es nicht verstehen, hat er damit gesagt, weil ihr die Zusammenhänge noch nicht kennt. Und nun sind wir über 2000 Jahre später und die Welt hat sich viele Male gedreht. Wir waren gewiss auf einigen Erdenwanderungen wieder auf dem Planeten hier, haben unsere Erfahrungen gemacht, haben geliebt, getrauert, gelacht, geweint, geheiratet, beerdigt, Kinder bekommen, selber gestorben. Versteht ihr, das sind alles Vorgänge, die sind in unseren Seelengewändern eingewoben. Das kennen wir alles. Und je mehr wir uns in unsere Empfindung hineinbegeben, je lauter die innere Stimme wieder werden darf, weil wir es nicht nur zulassen, sondern so gerne möchten, weil damit die besseren Entscheidungen getroffen werden als die alleine vom Verstand geführten. Ja, wir haben dann alle Chancen, wenn wir diesen Weg endlich wieder finden, dorthin, wo wir sicher sind, wo wir geliebt sind, wo wir, wenn wir in den Gesetzen uns bemühen zu bleiben, behütet und beschützt sind. Die Gesetze arbeiten aber auch so, wenn wir das nicht tun,
dass sie uns genauso zerschmettern können, wenn wir gegen sie verstoßen, wenn wir anderen Unrecht tun, wenn wir Natur und Geschöpfe beschweren oder sogar ihnen richtig schaden, dann kommt es auf uns zurück. Das ist das Gesetz der Wechselwirkung, des Karmas. Und je mehr wir darüber wissen, desto besser ist es. Deswegen immer wieder die drei Bände im Lichte der Wahrheit, wo wir so unendlich viel lernen und erfahren dürfen. Ja, und ich möchte euch heute etwas vorlesen. Ich habe euch gerade einen Brief eingestellt von einer alten Dame, einen Weihnachtsbrief. Und da ja jetzt für viele das große Schenken wahrscheinlich ausbleibt, dachte ich, es ist sehr, sehr schön, was sie hier geschrieben hat, was ich euch vorlesen möchte, nämlich, das möchte ein Weihnachtswunsch sein. Und das könnte auch ein Weihnachtsgeschenk sein, das ihr euch selber macht und damit es vervielfältigt für viele andere Menschen, weil es aus euch wieder herausstrahlt. Und da heißt es, dass wir uns im Mit- und Füreinander und mit allem, was ist, hineinbegeben, hineinleben, hineinatmen, hineinahnen, hineinspüren, hineinbeten, hineinhoffen, hinein glauben, hineinlieben, hineinfreuen, hineinretten, hineinschweigen, hineinfragen, hineingeben, hineindienen, hineinleiden, hineinverwandeln. Atemzug für Atemzug in das unfassbare Geheimnis der Menschwerdung Gottes und seiner Liebe auf unserem wunderbaren Planeten, der in allen Stufen der Verwandlung ihn offenbart.